Willkommen im Tutorial zum Programm PaintNet. Dies ist das Modul 4, in dem es hauptsächlich um Bildkorrekturen geht. Ja, und noch ein bisschen um Bildeffekte. Und das braucht man etwa, wenn das Bild schlecht belichtet ist. Etwa zu dunkel oder die Farben sind zu warm oder zu kalt. Da gibt es natürlich viele andere Programme, die speziell auf Verbesserung von Fotos ausgelegt sind. Und damit natürlich auch besser geeignet als PaintNet. Aber wenn man möchte, kann man auch hier so einiges optimieren. Zeige ich mal an ein paar einfachen Beispielen, was man so auf die Schnelle schon machen könnte. So öffne ich mal ein Foto, hier eins von einer Gartenbank, wobei ich die Kamera schief gehalten habe. In diesem Fall mal absichtlich, aber es kommt ja auch so vor. Ja, kaum überraschend gehe ich nun auf den Reiter Korrekturen und probiere zuerst automatisch aus. Und das ist ja einfach, denn jetzt verbessert das Programm vollautomatisch das Bild. Allerdings, ihr seht es selbst, die Ergebnisse sind oft nicht so besonders gelungen. Das hier gefällt mir nicht und das mache ich gleich wieder rückgängig. Ein sehr einfaches und praktisches Feature ist Belichtung. Das gibt es übrigens erst in neueren PaintNet-Versionen. Das heißt, wenn ihr was Älteres habt, müsst ihr mal ein paar Updates installieren. Das Foto ist unter- oder überbelichtet und dann kann ich das hier einfach korrigieren. Klar, das kann man natürlich nicht alles retten gegenüber einem gut belichteten Foto, aber verbessern kriege ich auf jeden Fall hin. Viel Belichtungskorrektur brauche ich für dieses Foto nicht, deswegen gehe ich einfach mal zur nächsten Option. Hier kann ich Farbton, Sättigung und Helligkeit nachjustieren. Naja, was soll ich jetzt hier sagen? Ihr seht selbst, was passiert, wenn ich hier an den Schiebereglern ein bisschen rumspiele. Mit dem Pfeil rechts neben dem Schieberegler kann ich übrigens wieder den Ausgangswert einstellen, wenn ich mal Murks gemacht habe. Helligkeit und Kontrast gibt es auch im nächsten Menüpunkt. Hier kann ich das Bild von Grau bis zu ultraharten Kontrasten verändern. Brauche ich hier jetzt auch nicht, breche ich lieber gleich ab. Neu ist auch der Menüpunkt Höhepunkt und Schatten. In Höhepunkten greift die App nur auf die besonders hellen Bildpunkte zu und kann diese noch etwas heller oder dunkler einjustieren. Bei Schatten entsprechen die dunklen Bereiche, aufhellen oder noch dunkler. Und bei Klarheit verschiebt man dann in den mittelhellen Bereichen Grenzwerte, sodass hier Konturen stärker hervortreten können oder eher verschwinden. Dann kann es noch sein, dass die Farben zu warm oder zu kalt auf dem Bild sind. Innenaufnahmen sind meist wärmer, das heißt mehr so im gelb-orangenen Bereich, Außenaufnahmen eher kühler, das heißt mehr im bläulichen Spektrum. Auch das kann ich nochmal nachjustieren. Mein Tipp, achtet dabei besonders auf neutrale Bereiche, wie etwa hier die weiße Wand im Hintergrund. Diesen Rot-Grün-Abgleich habe ich selbst noch nie benötigt, aber eventuell kann man auch da noch ein bisschen was verbessern. Komme ich nun zur Korrektur der Schieflage. Das ist auch nicht schwer, aber etwas aufwendiger. Ich markiere dazu das gesamte Bild, entweder mit der Rechteckmaske oder einfach mit der Tastenkombination STRG A. Dann gehe ich auf ausgewählte Bereiche verschieben. Das geht durch Anklicken oder Taste M. Nun drücke ich die rechte Maustaste und bewege die Maus. Das Bild dreht sich und ich kann die Bank parallel zur Unterseite und Oberseite ausrichten. Allerdings entstehen dabei auch so diese dreieckigen leeren Stückchen da. Das sieht doof aus und die sollen dann weg. Um das zu erreichen, schneide ich einfach einen neuen rechteckigen Bereich in der Mitte aus. Die Ränder kann ich auch mit diesem Symbol verschieben, das sich durch Drücken von 2x M ebenso erreichen lässt. Um den Bereich gut einzustellen, ist trotzdem ein bisschen Fingerspitzengefühl, auch ein bisschen Übung nötig und auch manchmal ein bisschen Geduld. Wenn ich einen gut eingestellten Bereich hinbekommen habe, dann wähle ich das Symbol da oben aus, auf Markierung zuschneiden, anklicken und schwupps, schon ist das Bild auf den ausgewählten Bereich zugeschnitten und die doofen Ecken sind weg. Natürlich, man kann noch viel, viel mehr machen. Aber zum Einstieg reichen diese Informationen aus meiner Sicht wohl dicke aus. Den Rest bekommt ihr per Learning Doing selbst heraus. Viel Erfolg beim Optimieren eurer Bilder. Achtet auch auf die anderen Module, die es hier zu PaintNet gibt. Insbesondere die kurzen Videos zum Umschärfeffekt und zum Cloning-Pinsel kann ich nur empfehlen. Über ein paar Likes, positive Kommentare oder gar ein Abo freue ich mich natürlich auch. Aber für den Film reicht's mir jetzt. Ich verabschiede mich. Tschüss.